Holger, schön, dass du da bist. Erik. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, wieder da zu sein. Das letzte Mal war in die Berge. Da konnte ich leider nicht so lange bleiben. Vorab, ich bleibe länger heute. Und das zusammenzuführen im Sinne von Typen und situationsgerechter Führung, da möchten wir heute unter anderem drüber sprechen. Bei den D-Typen sehen die Straßen so aus. Immer geradeaus, sechsspurige Autobahn, damit maximale Geschwindigkeit möglich ist. Warum? Ja, mein Beispiel ist St. Christoph Dom. Klarer Mensch, sehr schlechter Verlierer, will direkt zum Ziel. Alles, was unterwegs, was er begegnet, stört ihn. Er will nur dahin. Und dahin heißt Pokal, Schale. Der geht auch übrigens zum Verkäufer, wenn der das Auto kauft. Der weiß vorher schon alles über das Auto. Besser als der Verkäufer. Der fragt den trotzdem. Warum? Der will ja sehen, ob er einen Experten hat oder einen, der es nicht weiß. Ne? Hier geht es jetzt um Affektsensibilität und Affektregulation. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Und dann kommt unser G-Typ nochmal so aus der Tasche und sagt, da brauchen wir aber irgendwie nochmal ein paar Details. Ja, da entsteht Stress. Also das bedeutet, mal bildlich gesprochen, da können im schlimmsten Fall die roten Lampen angehen. Dann zerstöre ich möglicherweise mit einer einzigen Aktion, weil die roten Lampen an sind, das Vertrauensverhältnis, was eben vielleicht lange aufgebaut wurde und was mit einer Aktion kaputt gemacht werden kann. Und deswegen sind diese Momente und deswegen ist Affektregulation so wichtig, das zu erlernen. Das sind sogenannte Selbststeuerungskompetenzen. Die kann man erlernen, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist also kein geschlossenes Buch, das muss man nur aufmachen. War ich auf viele Fotos zu sehen mit dem Schiedsrichter. Mit einer gelben Karte, einer roten Karte. Und meistens hatte der Schiedsrichter recht. Ich musste mich das lernen. Weil am Anfang, wo ich etwas jünger war, war ich dann eine halbe Stunde aus meinem Spiel raus. Und habe mich dann nur beschäftigt mit Schiedsrichter Jansen, mit 2 S. Und wenn du dich ableiten lässt durch Randsachen, durch Entscheidungen, dann ist dein Leistungsvermögen, wenn wir doch über Auto sprechen, viel niedriger. Nein, ich musste das lernen. Und nach einer Weile ging das besser. Und konnte ich mit dieser Emotion viel besser umgehen. Und konnte ich es sogar gebrauchen oder einsetzen. Vor allen Dingen, wo ich Kapitän war. Und mich dann mal vor den Schiedsrichter gestellt hat, um zu sagen, sprechen Sie nicht mit den anderen, sondern sprechen Sie mich an. Auf eine Art, so dass er gedacht hat, aha, das gibt mir Ruhe. Obwohl ich das Gleiche gesagt habe.